Ein weiteres Top-Thema dieser Woche ist der CO2-Handel. Er wurde von den EU-Parlamentariern, und zwar von allen Parteien außer der AfD, massiv verteidigt. Es ist eine reine Umverteilungsmaschinerie. Die CO2-Zertifikate führen dazu, dass eine Umverteilung stattfindet, die nicht gut sein kann, sondern hier wird künstlich verteuert, und zwar in allen Bereichen. Verkehr, Wohnungsbau ist als nächstes dran. Das ist der falsche Weg. Wir sind immer der Meinung, dass Anreize geschaffen werden, um Energie einzusparen. Und abgesehen von der CO2-Ideologie sehen wir das auch nicht so, dass die CO2-Thematik entscheidend ist für das Weltklima. Es gibt NASA-Untersuchungen, dass CO2-Sättigung in der Atmosphäre schon eingetroffen ist. Also diese CO2-Hysterie muss dringend wissenschaftlich auf dem Prüfstand, weil diese exorbitante Steigerung des CO2-Ausstoßes ist mitnichten belegbar. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.